Okay, Ethan ist an diesem Ort. Vielleicht sollte ich seine Zeichnungen mit anderen Dingen in der Umgebung vergleichen. Also mit C kriegen wir den Comic wieder ran. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Also, ich glaube vielleicht, dass mit dieser Schlange, die da im Comic war, der irgendwie diese, der Wagen hier gemeint ist. Weißt du, so hat seinen eigentlichen Nutzen hinter sich, aber vielleicht kann er uns nochmal nützlich sein, weißt du? Kriegst du's hin? Hab schon länger kein Schloss mehr geknackt. Bin nicht in Topform. Was du mir vorhin erzählt hast, wenn er hier draußen ist und etwas fühlt, könntest du ihn dann finden? Er müsste es sehr stark fühlen. Also, so richtig stark. Selbst dann, weiß ich nicht. War nur so eine Idee. Also ich sag mal so, bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Derjenige hat es relativ stark gefühlt. Sprich, vielleicht sehen wir ihn dadurch. Okay, wir sollen das jetzt hier vergleichen. Hey, hier, das Ding meint er, da sollen wir rein. Safe, da sollen wir rein. Darüber kommen wir da ja darüber. Das ist hier dieses Schlangending. Hier, guckt euch das an. Hier. Da, das Ding meine ich. Aber irgendwie muss er da raufkommen, glaube ich. Oder so. Gehe ich mal von aus, dass das gemeint ist oder so. Wir schnacken nochmal mit ihm hier. Sag Bescheid, wenn du was findest, ja? Sprechen. Haben wir es nicht? Sag Bescheid, wenn du was findest, ja? Ryan scheint zu wissen, was er tut. Ich bin froh, dass er hier ist. Hier hinten, war ich hier hinten schon? Ja, da kommen wir nicht längs. Aber. Ey, ganz ehrlich, das ist doch diese komische Schlange. Warum? Da nicht rauf. Achso, ich soll ja vergleichen, okay. Ich denke, ich suche eher nach etwas wie dem großen Gebäude da. Vergleichen wir mal das. Aenor wird vermutlich nicht in einer Lore durch die Mine fahren. Verschenktes Potenzial, würde ich mal sagen. Zombie also hier ist, dann... Ja. Ah, guck mal. Das ist der, okay. Und der hat eine Spur. Irgendwo hin. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Die Uniform der Stadtwache anscheinend lange tot. Blut. Ja. Der muss, hä? Falls Ethan wirklich dem Weg in seinem Comic folgt, macht es die Suche viel einfacher. Hier geht jetzt keine Spur irgendwie weg, oder? Außer vielleicht das hier. Das hier könnte eine Spur sein. Ah, guck mal. Ich glaube, Thanos ist woanders lang gegangen. Was für woanders lang gegangen? Moin, moin, du Schlingel. Moin, moin, Cool Gamer. Na? Schon wach? Was ist da los? Das ist doch safe, da und du da oben genau. Drauf, genau. Naus, Mann. Stell dir vor, du sitzt da unten fest. Nein, warte. Tu's lieber nicht. Was? Was gerade ein leichtes Bier-Logo. Sag mal so, ist vom Ding her ja nicht ganz verkehrt. Ah, hier, guck.
angeguckt, oder? Was passiert als nächstes? Die wollten heute Abend eine Sprengung durchführen. Ja, das habe ich mir jetzt schon sie noch erreicht. Lesen. Hä? Hier? Auch nix? Wollen die mich verarschen? Naynor wird vermutlich nicht in einer Lore durch die Mine fahren. Das passt nicht. Die Spur, der Thanor folgt, führt vom Lagerfeuer weg. Sowas kam zum Glück nicht im Comic vor. Ja. Gott sei Dank. Hab ich doch eigentlich schon gesehen. Warte, also... ist Ethan... Oh, Mann. Mhm. Müssen wir jetzt daneben irgendwas finden? Immer noch wach. Du hattest gerade sogar ein Fußballspiel. Die hier, Alter. Das könnte ich nicht. Eine Seitentür oder so? Ich weiß nicht. Es wäre möglich. Hilf mir mal. Klar. Ah, jetzt ja. Das hast du im Comic gefunden? Na klar, in deinem Pipette. Ich versuche das Licht einzuschalten. Finde du heraus, wo Ethan ist. Ethan ist bestimmt hier lang gegangen. Aber wie ist er wieder rausgekommen? Das Ding will ja raus. Das Ding will ja raus. Ich bin so kaputt. Einfach nur noch Stream gucken, gleich essen und dann schlafen. Während des Streams. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Profi, es geht. Wie geht's? Bitte? Da habe ich aber gute Nachrichten für dich. Gucken wir uns mal das Telefon an. Das funktioniert doch niemals. Wenn ich den Hörer abnehme, meldet sich bestimmt ein Dämon auf der anderen Seite. Nein, safe, danke. Ein Dämon. Das ist ein Telefon auf die andere Seite, wisst ihr? Wechsel während der Unterhaltung mit Space zwischen Entscheidung und Objekten. Hä? Was? Geht rauf, überschütt die Treppe rauf. Das Rote. Nimm doch Rot. Es ist doch im... Ich würde gerne alle Knöpfe drücken. Gleichzeitig traue ich mich nicht, auch nur einen zu drücken. Ich habe keinen Plan, was da jetzt genau abging, ne? Also erstmal gucken wir uns hier ein bisschen um. Das ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Das sieht aber nicht nach einem Verkehrsunfall aus, oder? Jo, mir geht das auch gut, Profi, du. Mir geht das auch gut. Life is Strange ist auch ein geiles Game. Finde ich auch, muss ich sagen. Finde ich auch. Deswegen kommt da auch demnächst die Folgen hochgeladen. Von gestern noch. Ansehen? Da schlafe ich ja lieber auf dem Boden. Das war nicht im Comic. Ich glaube, Thanor bekämpft bestimmt keine Bettwanzen. Warum? Also irgendwo muss hier so eine Art Schlange sein oder sowas. So viel Zeug. Einfach zurückgelassen. Imagine, man geht in den Stream und der Streamer ist direkt verwirrt. Ja, ich bin nie verwirrt. Kommst du darauf, dass ich irgendwann mal verwirrt war? Bin kurz erstens gleich, alles klar. Juten Hunger. Na, das ist das. Treppe, da müssen wir safe hoch. Schutt. Das wird nichts sein. Hi, oder? Gruselige Bruchbude. Stürz bitte nicht ein, solange wir hier drin sind, ja? Danke. Okay. Wir können vergleichen, aber wird das nicht sein. Das kam im Comic nicht vor. Nee. Lunchbox, vielleicht noch ein kleines Snack.
kleinen Snacky. Hoffentlich sind da Twinkies drin. Die schimmeln Twinkies wenigstens nicht. Twinkies ist doch auch so richtig dieses American Style, oder? Du doch nicht. Nee, ich niemals. Coole TikToks übrigens, Fanfan. Yo, danke dir, danke dir. Musst du auch demnächst noch mal ein paar mehr hoch machen. Ah, guck mal hier. Ist ja. Ah, okay, das ist dieser Geheimweg. Okay, okay. Geht der mal hoch da. Ethan ist bestimmt nach oben gegangen. Ich glaube echt, dass Ethan hier hochgegangen ist. Wenn Twinkies an sich auch okay, aber die sind schon mächtig. Also wenn du davon so ein, zwei isst, Alter, dann boah, drücken rein. Die drücken rein. Aber ja, ganz anders. Ja, das glaube ich nicht. Gut, ich gehe nicht rein, aber weil ich es will. Nicht, weil es da steht. Das kam im Comic nicht vor. Ich werde wahrscheinlich morgen streamen, ja, Puppi. Warnungsposter, ja, davon haben wir jetzt schon echt viele gelesen. Für Vorsicht ist es jetzt ein bisschen zu spät. Opa! Okay. Digga, die Bruchlade. Ist nicht im Comic. Nicht im Comic, in der Einglück. Oh, Fenster, 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 ja. Da müssen wir jetzt safe durchkrabbeln, oder? Oder nee. Ah, der Förderband ist okay. Die Ah, okay, okay, okay. Fenor, das Silo. Wir kommen der Sache näher. Ich fand meine Sachen aber auch gut. Erinnert Ansehen. Mich an das Schlangending in Ethans Comic. Könnte sein. Also muss er sein. Das ist es. Also rauch da. Ethan ist von hier auf das Förderband gesprungen? Keine Chance. Ich suche mir lieber einen anderen Weg. Scheint, als wäre Ethan über das Förderband raus zum Silo geklettert. Mal. Also wenn man es will, kommt man da rauf. Wenn Vielleicht man will. Gibt es einen anderen Weg. Ein Versuch wert. Ja, man muss sie anscheinend öffnen. Krass, oder? Wenn es ein Kind schafft, kann sie es auch. Denke auch. Was streame ich morgen? Morgen, ich bin noch am überlegen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich morgen mal wieder auf entspannt, wie ich das am Samstag auch gemacht habe, einfach mal wieder ein bisschen in Monopoly reingehe und vielleicht danach noch, weiß nicht, Minecraft oder so, oder hier die Story weiter mal schauen. Obwohl ich eigentlich die Folgen erst hochgeladen haben will bei YouTube und ich dann weiterspiele. Und ich habe jetzt hier Folgen, glaube ich, am Start. Ja. So. Das muss ich ja von unten da rauf, ne? Also erstmal runter jetzt wieder. Und muss ich nicht auf das da eigentlich rauf? Vom Ding her? Was hat so lange gedauert? Schlösser knacken verlernt man nicht. Ist wie Fahrradfahren. Wohin als nächstes, Alex? Da oben rein, ja klar.
Was hat er hier gesagt? Dieses Leuchten über den Gipfel hinaus. Das muss der Hintereingang der Festung sein. Ach, Puffy hat morgen Geburtstag. Ach du. Ja, da muss ich ja am Start sein, ja. Und wegen Air, kann ich dir ja sonst mal was sozusagen. Passt jetzt gerade nicht so rein. Aber alles cool bisher. Feanor schaut aus dem Wachturm und entdeckt den geheimen Eingang zur Festung. Wenn wir nur... Da muss er sein. Das ist bei der Schlucht. Scheiße. Kommt schon. Was ich halt manchmal hab, ne, bei dem Spiel, ist dieses, da machen die Probleme, wo gar keine sind. Und dann wäre auch jetzt irgendwie da mal über den komischen Zaun gekommen, wenn man will, oder? Denke ich mir. Wenn das jetzt der einzige Weg war. Sind wir nah dran? Glaub schon. Ethan! Da ist er doch. Als ob er da jetzt rüber marschiert ist. Ethan! Alex! Ich hab Angst! Ethan, ich bin unterwegs! Moment! Warte. Hier. Oh oh. Ethan? Alles okay? Oh oh. Keine Sorge, wir bringen dich in Sicherheit. Jetzt stirbt safe jemand. Gleich da. Jetzt stirbt safe jemand. Nein! Er hat so große Angst. Wenn ich ihm zu nahe komme... Das klappt nicht. Wir sind zu schwer. Scheiße. Was ist mit mir? Alex... Bist du dir sicher? Erinnerst du dich noch daran, wie man ein Sicherungsseil anbringt? Sehr gut. Zeig's mir. Alles okay? Letztes Mal WoW gespielt. Ist schon ein bisschen her. Und Schnitte, wenn hier gerade storymäßig was läuft, dann ist es immer ein bisschen blöd für alle, wenn die dann anzugucken sind, wenn ich denn dazwischen rede. Deswegen warte ich immer auf Pausen, okay? Spielt das eine Rolle? Das ist gerade wohl auch gar nicht wichtig, würde ich sagen. Mir ist es wichtig. Okay, dann sag ich dir Bescheid, wenn ich's rauskriege. Ich brauch so langsam mal ihr Alter, weil wenn es dem was laufen sollte, ganz ehrlich, das sieht aus, als wenn dann ein Altersunterschied von 10 Jahren wäre oder so. Alex, kannst du mir bitte in die Augen sehen? Ich bind dieses Seil jetzt um deine Taille. Dein Bruder hält das andere Ende fest. Er nutzt den Baumstumpf als Angelpunkt, um dir jederzeit mehr Seil zu geben. Verstanden? Denk schon. Sehr gut. Du machst das super. Und denk dran. Bleib konzentriert. Dann geht alles glatt. Kinderspiel. Kinderspiel.
Life is Beer Logo müsste ja so ein bisschen gelb-bräunlich sein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Sprengung muss ja nicht heute stattfinden, oder? Dann können sie doch verschieben, wie sie lustig sind, oder? Warum holen die denn jetzt nicht ein Rettungsteam? Machen da vernünftig einen Weg rüber? Feuerwehr, was weiß ich. Und holen den da vernünftig raus. Warum machen die jetzt den? Das ist doch... Wisst ihr? Du schaffst das, Alex. Geh zurück! Du verletzt dich noch! Und dann ist alles meine Schuld. Ja, warum muss ich jetzt Space und... Hey, Ethan. Ich bin für dich da, okay? Nein! Geh weg! Es ist zu viel. Ich muss dafür sorgen, dass er sich beruhigt. Erzähl einen Witz, das geht immer. Oder jetzt muss man das Bier wieder raus. Ethan, du musst dich beruhigen. Atme mal tief durch. Ich hätte niemals herkommen sollen. Ich war so dumm. Okay, hey, konzentrier dich. Sprich mit mir. Willst du mir erzählen, wie du es hergeschafft hast? Ich wollte rüber auf die andere Seite. Dann fiel der Baumstamm runter. Alles gut. Ist okay. Reden wir darüber, was wir jetzt machen. Gab es unser Anker? Checkt er nicht. Kann echt gut balancieren. Ja. Ich lass dich nicht fallen, okay? Hast du gesehen, wie ich über den Stamm gelaufen bin? Ich habe ein super Gleichgewicht. Nein, jetzt sterben wir. Nein. Ich kann hören, dass es da unten ist. Was ist da unten? Was hörst du? Egal. Erst muss ich ihn hier rausschaffen. Aber was wir hört können er jetzt hier nicht bleiben, Joke. Ethan. Wir müssen wird mich sehen. Wenn ich mich bewege, sieht es mich. Was wird dich denn sehen? Du verstehst das nicht. Er hat recht. Das tue ich nicht. Nee. Ich kann ihm nicht helfen, wenn ich nicht verstehe, wovor er Angst hat. Warte, der Comic-Abenteuer. Und der einzige Weg, es zu verstehen, ist zu fühlen, was er fühlt. Ach, fuck. Ich kann nicht fassen, dass das passiert. Ich schaffe das. Krieg das hin. Wenn ich nicht... Shit. Wir sind tot. Shit. Game over. Oh mein Gott. Was passiert mit mir? Es ist... Als würde ich die Welt die Kamera durch seine die Augen sehen. Emotional Einsichten anzusehen. Lol. Ah, er denkt, glaube ich, dass hier irgendwo so ein Monster auf jeden Fall am Start ist. Ich dachte, ich könnte das Monster jagen. Aber es jagt mich. Sie jagt mich. Das sind, glaube ich, Baggerspuren, oder? Ich fühle nicht nur, was Ethan fühlt. Vom Arm. Ich sehe die Welt so, wie er sie sieht. Ich habe all diesen Kram mitgebracht. Nichts davon wird mich retten. Darauf hat er das. Die Wächterin hätte keine Angst. Aber sie ist nicht real. Das Monster schon. Okay. Er hat keine Angst zu fallen. Er hat Angst vor... Shit. Es darf mich nicht sehen. Ich darf mich nicht sehen. Das kann doch nicht sein. Oh, aber es sieht verdammt echt aus. Hey, ich sehe es auch, Ethan. Das Monster. Ich sehe es auch. Und ich habe auch Angst davor. Aber Ethan, es gibt keine Gefahr. Weißt du warum?
Den kann unten sehen. Es kann mich nicht sehen. Warum nicht? Armreif des Verschwindens. Genau wie die 9. Wächterin. Ich dachte, das war nur eine Geschichte. Naja, einige Geschichten sind wahr. Wie Monster. Also, du nimmst jetzt meine Hand, okay? Solange du dich an mir festhältst, passiert nichts. Also der Junge ist ja, keine Ahnung, wie alt ist der? Sagen schon 10, 11, da kann man doch normal denken, oder nicht? Schau nicht runter, okay? Es sind nur ein paar Meter. Jetzt sind wir tot. Geht bestimmt gleich eine Panikattacke. Das ist noch nicht vorbei. Oh Gott. Okay. Ein Schritt nach dem anderen. Abfahrt. Jetzt muss ich bestimmt so ein bisschen Reaktionszeiten haben oder so. Kann ich mir vorstellen. Ja, Ethan? Ich habe immer noch so doll Angst. Brauchst keine Angst. Du musst überhaupt keine Angst haben. Ich hab dich. Was, wenn du loslässt? Scheiße. Warum soll ich denn loslassen? Hat ja gar keinen Sinn. Glaubst du, der Stamm hält? Keine Sorge. Denk dran, ich bin den Weg schon mal gelaufen. Er könnte trotzdem brechen. Unsere Emotionen sind verbunden. Ich muss ihn beruhigen. Hab's doch gleich. Die Hälfte ist geschafft. Brauchst du dir auch keine Gedanken mehr machen über Stammbrechen, weil das Ding ist jetzt eh gegessen, Kollege. Digga, bewegen die sich überhaupt oder tun die nur so? Erstmal nur Joke. Jetzt sind wir tot. Alles gut, Mann. Halt fest. Sie sind fast da. Wir stürzen gleich noch ein und er hält uns dann. Safe. Sieht aus wie als Infoni. Alles klar. Wenn sein Haus in Minecraft durch eine Tüte explodiert. Ohnmächtig oder was? Ich glaube, sie fand es doch ganz lustig eigentlich. Aber warum machen die das jetzt? Hätte ich das nochmal sagen sollen. Warum muss ich das nochmal sehen? Hast du dich auch so entschieden, oder was?